Hallo und herzlich willkommen zu meiner Vorstellung der 925er von Kawasaki. Jawohl, ihr habt es richtig gehört. Von der grünen Fraktion, von der gibt es jetzt nämlich auch 125er und zwar gleich zwei Modelle. Im Prinzip würde ich einmal meinen, dass die auch sehr, sehr vielversprechend sind. Warum? Na, das erzähle ich euch jetzt natürlich gleich nach dem Intro. Also bitte dranbleiben. Let you know, I'm shitting myself out there. Ja, ich darf euch heute aus Malaga begrüßen, aus dem sonnigen Malaga kann ich nicht sagen. Wir hatten zwar auch sehr, sehr schönes Wetter, aber wir hatten genauso gut Nebel und Regen. Also heute war alles dabei, man könnte sagen, ideale Testbedingungen. Kawasaki hat uns präsentiert ihre absoluten Einsteigermodelle, die A1-Modelle, mit denen sie jetzt auf die Jagd nach 16-Jährigen gehen, sozusagen. Die Grünen, die wollen jetzt auch den jungen Motorräder verkaufen, also den ganz Jungen. Das Ziel ist ganz einfach, dass das erste Motorrad gleich eine Kawasaki sein soll, beziehungsweise sein kann jetzt, weil vorher hat es ja gar keine 125er gegeben. Und so sollen nämlich dann auch die Kunden gleich von Anfang an die Marke gebunden werden. Natürlich sind das jetzt zwei neue Motoren. Prinzipiell, auch wenn die Motorräder sehr unterschiedlich aussehen, technisch sind fast keine Unterschiede. Ich gehe dann später nochmal darauf ein und wie gesagt, auch eben ein neuer Motor, der da drinnen steckt, wobei als Konzeptbasis der altbewährte 250 Kubik Motor von Kawasaki diente. Ich habe am Anfang erwähnt, dass die Motorräder meiner Meinung nach sehr, sehr vielversprechend aussehen und aussehen genau das trifft's. Ich denke, dass sie sich gut verkaufen könnten, weil die Optik einfach 100% passt. Naja gut, 100% nicht, aber zu 95% passt. Und ich habe mir nämlich auch gedacht, nachdem diese 125er in Sachen Fahrleistungen meistens sehr, sehr ähnlich sind, da lässt man sich eigentlich am allermeisten von der Optik lenken, vor allem als junger Mensch. Und siehe da, Kawasaki hat uns heute dann auch noch bei der Pressekonferenz in der Früh eine Statistik präsentiert und jetzt haltet euch fest, da haben als Kaufentscheidung, also es war diese A1-Zielgruppe, als Kaufentscheidung für das Motorrad haben 37% das Aussehen angegeben und weit über 20, ich glaube 26% die Marke selbst. Und die Sachen wie Fahrbarkeit, auch Preis und, die waren wirklich ganz, ganz in den niedrigen Prozentbereichen waren die angesiedelt. Also wir sehen scheinbar, um Verkaufserfolg zu haben, ist das Aussehen das Wichtigste und das passt bei diesen Motorrädern auf jeden Fall. Ich persönlich finde die Z125 noch spannender und aufregender als die Ninja, obwohl die Ninja auch sehr gut gelungen ist, ist angelehnt styletechnisch an der ZX10R, also an der großen Schwester im Racing-Bereich, nicht an der H2, wie das zum Beispiel bei der Ninja 400 der Fall ist. Wenn man sich da die Front anschaut, das ist die klassische ZX10R Front sozusagen.
aber als Gesamtes wirklich total stimmig und schön gemacht. Die Z125, die gefällt mir deswegen so gut. Auch hier der Gesamteindruck wirklich top. Und was ich besonders positiv hervorheben möchte, ist, dass man da auf der Seite ausreichend Verkleidungsteile angebracht hat, um diese oft weniger schönen Kabelstränge zu verstecken, was man bei anderen Motorrädern, bei anderen Naked Bikes nämlich durchaus oft sieht, was mich sehr, sehr oft stört, weil es einfach dieses aufgeräumte Gesamtbild zusammenhaut. Hier ist es wunderbar gelungen, das schaut einfach top aus, richtig erwachsen, richtig ansprechend, richtig aggressiv auch, gefällt mir wirklich gut. Die einzigen Downsides sozusagen auf der optischen Seite, wir haben eine gewöhnliche Gabel, die aber sehr gut funktioniert, dazu später mehr, und hinten die Schwinge, da sieht man auch, dass ein bisschen gespart werden muss. Produziert werden die Motorräder übrigens in Indonesien. Aber wie gesagt, die Schwinge hinten, das können andere 125er Hersteller tatsächlich besser. Also da kann man sich nicht nur aufs Geld ausreden. Und den Auspuff, den möchte ich gar nicht mehr erwähnen. Klar ist er nicht besonders schön, aber in Euro 4 Zeiten gibt es eigentlich fast keine schönen Auspufftöpfe mehr. Wenn man sich die Sitzbank anschaut, das ist sehr schön gemacht. Da dieser wunderbare, schlanke Gitterrohrrahmen. Und natürlich, mir gefällt das sehr gut, dass die ganzen Plastiks hier so viel Ecken und Kanten produzieren für dieses durchaus aggressive Gesamtbild. Der Tacho ist wunderschön in das Motorrad eingefügt. Lesbarkeit kann man drüber streiten, aber schaut auf jeden Fall top aus. Unten ein schöner Bugspoiler, wirklich. Ich sehe da bis auf diese Euro 4 Pflichten, weil da geht es dann natürlich auch um so hübsche Abstrahler. Sonst sehe ich da eigentlich nichts, was mir irgendwie die Optik zusammenhaut. Jetzt komme ich kurz zu den Unterschieden zwischen den beiden Modellen. Es ist ja eigentlich fast dasselbe Motorrad. Was allerdings anders ist, wir fangen einmal an bei der Sitzhöhe. Die Z hat eine Sitzhöhe von 815 mm, die Ninja, da sind es glaube ich 785, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Stimmt das, Regie? Jetzt habe ich da hinten einen schlauen Mann sitzt. Er weiß es auch nicht sicher. Nein, es sind 785 mm. Hier optional erhöhbar, hier optional senkbar sozusagen. Da kann man um 20 mm runtergehen, da um 20 mm rauf mit einer anderen Sitzbank. Dann natürlich Lenker unterschiedlich. Hier haben wir einen breiten Lenker, hier haben wir zwei Lenkerstummeln, Supersport typisch. Dadurch auch die Sitzposition ist ja auch auf der, nicht nur durch die niedrigere Position, sondern natürlich auch durch den Lenker sitzt man etwas weiter nach vorne geneigt, was mir persönlich beim Fahren auch besser gefallen hat, weil ich ein bisschen mehr Gefühl fürs Vorderrad bekomme. Ansonsten, das Gewicht ist auch noch unterschiedlich. Die hier wiegt 2 Kilo mehr und zwar 148 Kilo fahrfertig. Die dann 146 Kilo fahrfertig. Beim Fahren merkt man das Gewicht überhaupt nicht. Es gibt nämlich natürlich schon leichtere Bikes im 125er Segment, aber beim Fahren ist es überhaupt nicht aufgefallen. Ansonsten beschränken sich die Unterschiede tatsächlich nur auf optische Details. Technisch ist dann alles das Gleiche. Also sowohl Motor als auch Fahrwerk. Die Leistung, die beiden, die schöpfen die A1-Vorschriften, das was erlaubt ist, voll aus, 15 PS. Bei 10.000 Umdrehungen 11,7 Newtonmeter bei 7.700 Umdrehungen. Wunderbar, mehr geht nicht. Ich habe mir da jetzt ein Platzerl abseits der Kurvingstraße gesucht. Ein Stückchen Schotter, Erdweg, aber keine Sorge. Ich habe die Ninja nicht misshandelt, es sind nur ein paar Meter da oben. Geht es eh weiter. Aber ich habe mich jetzt hierher gestellt, um euch meine Fahreindrücke zu vermitteln. Also ich werde jetzt hier hauptsächlich über die Fahreindrücke reden. Grundsätzlich möchte ich Kawasaki loben für diese Art der Präsentation, weil wir jetzt nach dem Mittagessen die Möglichkeit bekommen haben, uns frei zu bewegen. Wir haben einfach ein Navi aufs Motorrad geschnallt bekommen und da ist die Route zum Hotel über einen sehr, sehr schönen kurvigen Weg. Ist die Route ins Hotel eingespeichert und wir dürfen machen jetzt in dieser Zeit bis, weiß ich nicht, 17 Uhr, was wir wollen. Und das ist für mich natürlich großartig, weil ich da in Ruhe mit meinen Kameras spielen kann und vor allem auch jetzt zum Beispiel euch da euch außerdürlich ein bisschen was erzähle, sprich nicht nur von dieser Hauptmoderation zehren muss. Ich bin jetzt am Vormittag die Z125 gefahren und jetzt am Nachmittag die Ninja 125. Prinzipiell sind das ja die gleichen Motorräder, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich dann später noch genauer erklären werde. Aber die Fahreindrücke, die ich euch jetzt vermittle, die gelten auf jeden Fall für beide Motorräder gleich.
Und wenn etwas anders sein sollte, na, dann erwähne ich das natürlich dazu. Prinzipiell bin ich sehr positiv beeindruckt von der Fahrperformance dieser Maschinen. Ich meine, es sind 125er, ich habe mir jetzt keinen absoluten Wow-Effekt erwartet. Die meisten 125er, die ich gefahren bin, die fahren sich eigentlich alle sehr ähnlich und auch die Kawasaki ist da jetzt kein ganz arger Ausreißer nach oben, was Performance betrifft, sondern das fühlt sich an, wie eine 125er sich halt anfühlt, sprich, die lässt sich ist natürlich unglaublich leicht handeln, also einlenken braucht überhaupt keine Kraft, die ist sehr, sehr agil, aber und das zum Beispiel trotz der 100-130er Reifenkombination ist sie überhaupt nicht ungut kippelig. Die Motorräder, die werden natürlich gebaut mit der A1 Zielgruppe im Hinterkopf, also hauptsächlich für die ab 16-Jährigen, für die, die sich sozusagen ihr erstes Motorrad kaufen wollen. Und da muss ein Motorrad einfach freundlich und einfach zu bedienen sein und das ist die Kawasaki definitiv. Da ist mir aber gar nichts aufgefallen, was in irgendeiner Art und Weise einem Anfänger nicht passen könnte, wenn wir vom Fahrverhalten sprechen. Der Motor, der dreht von unten bis oben sehr, sehr fein durch, toller Durchzug. Was ich schön finde, auch die Vibrationen, die halten sich, was heißt, die halten sich in Grenzen, die sind eigentlich kaum vorhanden. Ich würde wieder mal das Wort kultiviert für diesen Motor verwenden. Mir persönlich hat gut gefallen, auch das Ansprechverhalten, beziehungsweise auch dieser allererste Gasstoß, den man vor allem im ersten Gang beim Stop and Go oft negativ spüren kann. Das funktioniert auf der Kawasaki sehr gut, also die Gasannahme ist wirklich für eine 125er top. Beim Getriebe kann ich ebenso nichts kritisieren, das funktioniert tadellos. Ich habe natürlich sehr viel ohne Kupplung geschalten, auch das hat sehr gut funktioniert. Aber wenn man da jetzt sozusagen eher wie ein Anfänger fährt und oder sagen wir vielleicht wie ein normaler Mensch und die Kupplung verwendet, dann ist das Getriebe präzise und da kriegt man auch eine schöne, wie soll ich sagen, Rückmeldung vom Schalthebel. Also die Gänge, die rasten sehr sauber ein, funktioniert wunderbar. Und schalten muss man ja sehr oft auf einer 125er. Also das passt, dass das gut geht, inklusive einer wirklich leichtgängigen Kupplung. Die Bremse ist bei 125ern ja auch immer so ein bisschen ein Problemfeld. Und das heißt, ich habe mir jetzt auch nicht allzu viel erwartet und ich habe auch nicht allzu viel bekommen, muss ich sagen. Also keine Angst, die Bremse funktioniert gut, die 290mm Scheibe vorne. Die verzögert ordentlich, aber 125er typisch braucht man schon relativ viel Handkraft, dass auch wirklich die ganze ja, Stopping Power zum Einsatz kommt. Und mit einem Finger zum Beispiel schaffe ich es da nicht ins ABS zu kommen, mit zwei Fingern schon. Und da kann man aber auch gleich positiv erwähnen, dass das ABS für meinen Geschmack wirklich relativ spät zum Regeln anfängt, also überhaupt nicht übertrieben früh eingreift. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass es ja eh alles 125er typisch ist und da jetzt kein absolut riesiger Wow-Effekt stattgefunden hat, es hat mich doch etwas sehr positiv überrascht, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Und das war zu meiner allergrößten Freude das Fahrwerk. Also wie gut dieses Fahrwerk funktioniert, das hat mich wirklich erstaunt. Es ist ja in diesem ja, günstigen Preissegment, also was jetzt die Komponenten betrifft, weil prinzipiell so günstig sind diese 125er ja nicht. Aber in diesem Preissegment, da sind natürlich die Komponenten nicht die besten. Und gerade im Fahrwerksbereich hat man oft das Problem, dass es gibt ein Entweder-Oder. Entweder das Fahrwerk ist ja, zu lasch, zu weich oder es lässt sportliches Fahren sehr gut zu, ist dann aber so ein bisschen Prellbock-mäßig, dass man einfach bei einer schlechteren Straße, bei Bodenwellen, bei Schlaglöchern, bei Kanaldeckel dann ja, ordentlich durchgepäppelt wird. Es ist einfach zu wenig Dämpfung vorhanden. Und genau das, also diesen Kompromiss, den kriegt die Kawasaki 125 erstaunlich gut hin. Ich war ja zuerst natürlich ein bisschen ja, abgetörnt, weil wir vorne eine 37mm Gabel haben, die keine schicke Upside-Down-Gabel ist. Hinten haben wir ein, ich glaube Kawasaki nennt es Unitrack Federbein. Da ist nur das Besondere daran, dass das über eine Umlenkung sozusagen arbeitet. Und davon haben die Ingenieure sich versprochen, beziehungsweise uns versprochen, dass eben das Fahrwerk besser anspricht. Und das heißt, dass sowohl kleine Stöße als auch gröbere Stöße bestmöglich gedämpft werden. Und ich muss wirklich zu dem Schluss kommen, das Fahrwerk funktioniert erstaunlich gut.
Also besonders toll finde ich sozusagen das Ansprechverhalten an sich. Das Fahrwerk spricht wirklich sauber an. Also das merkt man beim Anbremsen, das taucht nicht ungut ein bzw. bleibt irgendwie unflexibel steif, sondern das fühlt sich sehr, sehr harmonisch an. Und selbst wenn man schneller fährt, was jetzt kaum ein Einsteiger mit 16 Jahren machen wird, also ich habe das Bike wirklich brutal von links nach rechts schmeißen müssen, dass ich da eine Unruhe, so einen ganz einen kurzen Aufschaukler reinbekomme. Das war 98% meines Tages heute, war das Fahrwerk vollkommen ausreichend. Viel schneller wollte ich da auch nicht fahren. Und das hat mich, ja, wie gesagt, das war für mich die positivste Überraschung eigentlich am gesamten Motorrad. Also wenn man mich fragt, was mir am besten gefallen hat an den 125er Kawasakis, dann sage ich definitiv das Fahrwerk. Also zusammenfassend kann ich da jetzt zum Fahrerlebnis sagen, wirklich zu beiden Motorrädern, das sind in Sachen Motor und Bremse, sind das im positivsten Sinne unauffällige 125er Bikes, aber wirklich mit einem großen Pluspunkt beim Fahrwerk, das hat mir total taugt. Das bietet einerseits einen wirklich guten Komfort, wenn man über schlechte Straßen drüber fährt, und es bietet wirklich mehr als ausreichend Stabilität, wenn man es ein bisschen schneller angehen möchte. Also echt Kawasaki, ich ziehe meinen imaginären Hut bzw. ich ziehe den Helm. Interessanterweise sitze ich auf der Ninja 400 besser, und zwar weil sich da die Sache mit dem Knieschluss besser ausgeht. Da passe ich schöner rein. Meine Knie stoßen auch tatsächlich nicht an der Verkleidung vorne an. Hingegen bei der Z habe ich das Problem, dass wenn ich Knieschluss machen möchte, dann stoße ich an der Seitenverkleidung vorne an. Ist ein bisschen unangenehm. Mir ist es allerdings egal, weil ich vor allem so ein Motorrad eh ganz locker und ohne Knieschluss fahre. Also hätte es mich nicht weiter gestört. Aber natürlich muss ich es erwähnen. Ich bin 1,84 groß übrigens. Und bei beiden Modellen stehe ich, wenn ich auch ebenfalls locker fahre, mit den Fußballen zwar am Rasten, aber trotzdem entspannt, dann passiert es mir, dass ich da hinten an der Auspuffblende anstoße. Ist mir dann aber auch aufgefallen, zuerst hat es mich gestört, aber mir ist dann auch aufgefallen, dass ich im, ja, sage ich einmal, engagierten Modus dann in so einer Position bin, dass ich da hinten nicht mehr runterkomme. Und das hat mich dann sozusagen überhaupt nicht mehr tangiert, weil ich es nicht mehr wahrnehmen konnte, wenn der Fuß hoch genug ist hinten die Ferse, dann war das kein Thema mehr. Erstbereifung auf den Maschinen ist oben Dunlop TT900, natürlich auf beiden gleich. Technische Daten, die ich sonst noch vergessen habe bis dato, Tank ist 11 Liter groß, Verbrauchsangabe habe ich jetzt leider keine, aber es sind 125er, Euro 425er, die werden relativ wenig verbrauchen, da würde ich mir keine Sorgen machen. 290 mm Bremsscheibe, eine natürlich vorne, 220 hinten mit ein wenig Handkraft am Hebel, bremsen die auch ganz ordentlich, aber man braucht sich da jetzt keine Wunder erwarten. Allerdings, das Positive daran ist natürlich, dass die Bremse sowas von angenehm zu dosieren ist. Also auch ein Anfänger wird sich hier nicht verbremsen können, weil die Bremse übermäßig scharf wäre. Sehr, sehr freundlich, und Kawasaki sagt auch, dass die Bikes fun and easy to ride sein müssen, und das sind sie definitiv. Spaß machen 125er aufgrund ihrer Leichtigkeit sowieso. Und einfach sind die auf jeden Fall auch beide zu fahren, da gibt es überhaupt keine Probleme. Beim Fahrwerk ist noch dazu zu erwähnen, dass es in der Vorspannung hinten fünffach verstellbar ist, sonst erwartungsgemäß keine Verstellmöglichkeiten. Was ich noch zu vergessen habe zu erwähnen bei meinem Fahrbericht, den ich da auf der Strecke eingesprochen habe, ausgesprochen positiv aufgefallen ist mir auch die Bewegungsfreiheit auf den Bikes. Also man kann sich, wenn man Hang-Off fahren möchte, kann man sich super bewegen. Nach hinten ist genug Platz. Es funktioniert wirklich auf beiden Modellen ausgesprochen gut. Natürlich für mich persönlich auf der Ninja noch ein wenig mehr, weil man weiter nach vorne gelehnt ist, fühlt sich das auch entsprechend, wie soll ich sagen, natürlicher an. Der zweite Tag der 125er Kawasaki Präsentation, der hat uns nach einer etwas längeren Busfahrt zu einer spektakulären Kartstrecke gebracht, wo wir standesgemäß die Ninja bewegt haben und dann daneben noch auf einer schönen ebenen Fläche, da durften wir einen Handlingkurs mit der Z125 absolvieren. Ist mir da jetzt noch irgendetwas aufgefallen, was mir gestern auf der Straße noch nicht aufgefallen wäre? Nun, nein, weil im Prinzip haben sich eigentlich nur meine Eindrücke bestätigt. Schade
ist jener Umstand, dass die Rennstrecke in der Früh, wir wurden da übrigens von der SSB 300 Weltmeisterin von Anna Carrasco ein bisschen geführt und die hat dann sogar jeden Einzelnen mal für 3 Runden ja, in die Mangel genommen im positiven Sinne und danach gnadenlos den Fahrstil beurteilt. Aber wirklich super Sache, so eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wer die sonst noch bekommt. Sicher nicht viele Leute, also danke dafür, Kawasaki. Jedenfalls war es schade, weil die Strecke in der Früh noch feucht war und ich habe mich daher ein bisschen sehr angeschissen. Aber schön zu merken war, dass von der Ninja tatsächlich ein lesbares Feedback kommt, das mir nämlich dann signalisiert hat, dass man es nicht übertreiben sollte. Und ansonsten, ja, die Bewegungsfreiheit ist super. Man konnte da sehr schön Hang-Off fahren. Das Knie war zwar geschätzte 6 Meter vom Boden entfernt, aber Spaß hat es dann trotzdem gemacht, weil ich wieder mal etwas lernen durfte in Sachen Körperhaltung. Beziehungsweise, die Körperhaltung, damit war die Anna eigentlich zufrieden. Meine Schaltzeitpunkte haben nicht gestimmt. Thanks. Quite good. For me, the best today, for okay. The moment. The body position is really good, and also the line is good. You just have to try to make everything a little bit before, because you release the gears like too late. Yeah. When I you noticed start braking, this. You have to. Okay. As soon as you can, you have to okay. Put the gear for the corner. Okay. And then also the shoulders, you need to turn a little bit more. Because if you push a little bit with the shoulder, the bike will turn more easy. Okay. But the body position is really good. Was fun. Thank you very much. Und dann waren wir noch am Handling Track. Da hat sich einmal bestätigt, dass der Motor wirklich ein super, super schönes Ansprechverhalten hat. Dass das Moped extrem leicht zu handeln ist, ohne irgendwelche störrischen Muren oder sonst was. Und mir ist aber auch da dann das Negative wieder aufgefallen, aber eben nur auf der Z, dass ich da mit meiner Größe, mit meinen langen Beinen, mit der Ergonomie nicht ganz so gut zurechtkomme. Also sprich, ich stehe am Tank an und auf diesen Handlingkurs, da muss man auch sehr, sehr enge Kreise ziehen und da musste ich dann meine Beine immer vom Tank wegspreizen, damit ich quasi nicht mit dem Lenkerende an meinen Knien anstoße, was beim Fahren an sich überhaupt nicht stört. Klar, ein bisschen besser wird schon gehen, wenn man einen Knieschluss haben kann, aber prinzipiell hat so auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, ihr seht es da eh gerade auf den Onboard-Aufnahmen, da habe ich mich durchaus wohl gefühlt und es hat vor allem richtig, richtig viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich noch nachreichen, was ich gestern vergessen habe. Ich wollte natürlich noch kurz den Topspeed erwähnen. Das ist ja immer sehr interessant bei solchen 125ern. Und ich muss aber leider eingestehen, dass ich habe niemals eine schöne gerade Strecke gefunden, wo ich mir gedacht habe, so, das probiere ich jetzt aus. Aber in Absprache mit den Kollegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich 120 relativ leicht ausgehen, wenn man dann ein bisschen ambitioniert in die gebückte Haltung geht, dann dürfte das auch noch ein bisschen mehr sein. Und was heute auch noch schön ist, jetzt haben sie uns da einen Ninja mit dem Aero-Auspuff hingestellt, aus dem Zubehör, gibt schon. Klingt richtig gut, also ein enormer Unterschied, aber nicht asozial, nicht so diese, weiß ich nicht, Mücke auf Steroiden, sondern ein wirklich schöner Klang. Ich habe jetzt leider Gottes keine Fahraufnahmen damit, aber was ich noch ganz kurz machen kann, ist, dass ich sie im Stand einmal kurz anstarte, damit sie ein bisschen einen Eindruck bekommt. Das ist jetzt natürlich was anderes, wenn ich Fahraufnahmen hätte, aber trotzdem hört euch das kurz an. Ich glaube, es zahlt sich aus. Ich habe gehört, dass Cat-Content mehr Klicks bringen soll. Kann ja nicht schaden. Kaufen könnt ihr das Ding dann in 3 verschiedenen Farben, beziehungsweise in Österreich leider nur in 2 verschiedenen Farben. Es gibt die Ninja in diesem Grün, selbstverständlich. Es gibt sie in einem Schwarz-Grau, Metallic, schaut meiner Meinung nach am besten aus. Und dann noch in Blau. Hier gibt es dieses Schwarz-Weiß, Matt-Weiß, finde ich extrem schön.
mit ein bisschen Grün. Dann ebenfalls blau und natürlich eine grüne, komplett grüne Variante. Und der Zusatz ist aber, die blauen Farbvarianten, die gibt es nur in Deutschland, in der Schweiz. Die kosten aber dafür jeweils 100 Euro weniger. Die Preise kennen wir jetzt einmal nur für Deutschland. Die Z wird kommen auf 4.895 mit der teureren Farbe und die Ninja wird kommen auf 5.195 mit der grünen, schönen grünen oder der schönen schwarz-metallic Seidenmatt. Was auch immer Farbe, schaut auf jeden Fall super aus. Ihr seht es eh auf den Bildern. Okay, dann kann ich meine Rede über die absoluten Einsteiger-Bikes von der grünen Fraktion nun wie folgt zusammenfassen. Ich möchte nicht sagen positiv überrascht, sondern ich habe mir eigentlich nichts anderes von Kawasaki erwartet, dass die Dinger einfach richtig gut funktionieren. Trotzdem war für mich die positivste Überraschung das Fahrwerk, das für ein 125er Bike richtig fähig ist und richtig schön anspricht. Negativ für mich eigentlich würde ich sagen nur kleine optische Details, die andere Hersteller ein bisschen besser lösen. Hier ist zwar die Wertigkeit ist top, also die Bikes fühlen sich richtig hochwertig an, nicht nur beim Fahren, sondern auch wenn man sie anschaut. Da wackelt nichts, da scheppert nichts. Der Nils hat mal gesagt, es gibt schepprige Bikes, die sind nicht schepprig, die sind wunderbar, aber bei Schwinge und Gabel, da gibt es vielleicht ein paar Abzüge in der B-Note. Ansonsten hatte ich halt nur mit der Ergonomie so meine leichten Probleme, aber das sind auch tatsächlich die einzigen Kritikpunkte. Und die könnte man erstens vielleicht noch mit der anderen Sitzbank in den Griff bekommen und beziehungsweise ist ja auch nicht jeder so lang und dürr wie ich. Also, meine lieben Freunde, wenn ihr das Geld in die Hand nehmen könnt, meine lieben jungen Freunde, dann kann ich euch diese zwei, es ist vollkommen egal welche, sowas von uneingeschränkt empfehlen und euch schon jetzt viel Freude wünschen. Die werdet ihr haben und vielleicht werdet ihr dann ja auch auf immer und ewig Kawasaki-Kunden. Und selbst wurde gesagt, das Ganze lief unter dem Deckmantel, the toughest choice, die schwerste Entscheidung, für welches Bike quasi man sich hier entscheiden soll. Ich persönlich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich die Z nehmen werde, weil sie mir wesentlich besser gefällt. Aber jetzt nach dem langen Fahrtag würde ich tatsächlich zu Ninja greifen, weil ich da einfach besser drauf passe und mich beim Fahren auch wohler gefühlt habe. So, ganz ein komischer Zeitsprung ist das jetzt, aber ich wollte das Beste einfach für den Schluss aufheben. Ich sag recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war meine Vorstellung von der Z und von der Ninja 125 von Kawasaki aus Malaga, Spanien. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, wenn ihr der Meinung seid, dass ich das halbwegs gut gemacht habe, weil dann kann ich es vielleicht noch einmal machen in Zukunft. Und natürlich, ja, ihr wisst es und regt euch gerne drüber auf, ist mir auch wurscht. Abonnieren nicht vergessen, kostet nichts. So, und mit das Beste, was ich damit meine, das Beste zum Schluss, das seht ihr gleich. Ich sage jetzt auf jeden Fall, danke für die Aufmerksamkeit nochmal. Tschüss, Baba und diesen Blick, den habt ihr euch jetzt echt verdient. Herrlich, ab ins Hotel, ich bin schon wieder viel zu spät dran.